wenn man den Platz hat, dann klappt das auch. Oh ja. Fast jedenfalls. Du bedürfst nie. Warum dein sexy Arsch da? Was soll denn das? Das war so ganz großkotzig. Wenn man Platz hat, dann klappt das. Dann kurbel ich mir die Arme wie Lars Ulrich auf der Tour de France. Mhm. Sie könnten auch mal einen Schritt schneller vom LKW langlaufen. Sie sehen doch, was ich hier rangiere. Also ganz im Ernst. Ein bisschen Rücksicht auf die Burgfahrer. Das kann man sehen, oh, dö. Das, Junge, der Knick in der Optik habe ich auch noch heute auf dem Montag. Tor 30, Junge. Wo fahre ich ran? 31. Naja, sowas. War nie passiert. Naja, können wir üben. Die Rampen sind ja auch so dusselig gebaut, Alter. Das ist alles. Ich weiß auch nicht. Also, ich tue mir hier so schwer. Stehe ich gar nicht. Oha. Ein Güterzug, ein Güterzug. Oh, er macht einen Kaffee rosa. What's up? Ja, schmeißt es euch auch um. Beim letzten Mal wollte ich ja hier so ein bisschen Zeit sparen. Nee. Heute ziehe ich mir einen Pulli an. Weil ich war letztes Mal da bei 0 Grad nur so im T-Shirt. Polohemd. Aber nicht gerade warm. Mittwoch. Mittwoch, 1:30. Ich bin ein Ticken zu früh im LKW, weil meine 11. Pause noch nicht voll. Ja, fehlen noch 12 Minuten. Die warten wir. Dann machen wir auf Arbeitszeit. Dann machen wir 10 Minuten Abfahrtskontrolle. Machen wir jetzt schon, dann müssen wir trotzdem 10 Minuten warten. Weil die wollen ja ganz gerne, dass 10 Minuten auf dem Hammersymbol, wie auch immer, auf Arbeitszeitsymbol steht. So. Sag mal. Ja, bitte nicht ganz oben. Mein jetziger Schichtpartner, mit dem ich fahre, weil mein Stammkollege hat ja Urlaub und mein jetziger Kollege, der schläft immer oben, deswegen ist das Bett immer so weit unten. Deswegen stoße ich mir immer die Mörte hier gerade. Verdammt. Naja, mal meine LED-Leiste wieder scharf knärpeln. So, zack. Dann macht hier so einen kleinen Lichtcheck. Oh, geht alles. Ja, und dann bleibt es auf Rot stehen. Die Funktion habe ich euch versprochen. Die kommen. Wenn es heute passt, dann machen wir es heute Abend mal kurz. Oh, machen wir es heute Abend mal kurz. Ist nicht ganz cool mit einer Handy-App. Kann man, muss man nicht. Aber dazu später mehr. Ja, ich packe jetzt mal 7 Sachen hier aus. Guck mal in die Palettenkästen. Das kennt ihr. Ob die leer sind, weil der Auflieger kommt von einer Firma in Hamburg, wo immer sehr gerne die Paletten in den Palettenkästen. Kästen gesteckt werden. Und es ist hier heute extrem, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Sie sind heute so gereizt, es ist ein Gehupe hier, man kommt sich teilweise vor wie in Italien. Miep, miep, miep. Ich habe auch mal wieder seit langem mein Zubehör mitgenommen. Saugnapf, mein Brusthalter. Nice. Meine Kopfschürze, wollte ich gerade sagen. Ich möchte in Zukunft die Kamera, wenn es geht, bei Filmaufnahmen während der Fahrt. Möchte ich an festen Punkten haben. Werdet ihr wahrscheinlich oder werdet ihr auf. Ich bin jetzt bei der Sache, merkt ihr, ne? Ist nicht. Ganz mein favorisierter Duft, tropische Orchidee. Aber gut, ganz wichtig, ich muss hier noch mal ein Buch schreiben. Führen. Also ich werdet ihr auf. Völlig durcheinander heute. Werdet ihr auf
handgeführte Kameraaufnahmen während der Fahrt verzichten. Deswegen habe ich ja schon in den letzten Videos ein bisschen rumexperimentiert. Kamera hinter mir und so. Die Kameraposition kennt ihr. Bin immer noch am überlegen. Oh, Dachluke auf. Wie ich hier irgendwie so ein Gestell hinmache, damit ihr das so aus dem Bett irgendwie genau habt. Ja, wir gucken mal. So, das Vader mal hier zum Leben erwecken. So. Ja, das nervt mich auch hardcore, dass hier hinten nur 12 Volt Steckdose ist. Das ist wirklich belastend. Ich dachte schon mal, ich hole mir einen Umwandler oder sowas. Und steckt hier unten, damit das Kabel nicht immer hier quer durchs Fahrerhaus läuft. Naja, egal. Ich habe jetzt die ganze Woche vergessen, Buch zu führen hier. Und ihr wisst das, wenn man das einmal verschlammt, das ist nicht gut. Montag hatten wir einen richtig chilligen Tag. 12 Uhr angefangen und Feierabend gemacht um 22.30 Uhr. Das ist schön früh, aber wo war ich denn da? Nordhorn, Jacqueline? Verdammt, wo war ich da? Machen wir es am Morgen. Also heute. Also gestern. Losgefahren. 16 Uhr. Ankunft. Ach, runden wir auf mal 3 Uhr. 2.45 Uhr. Nordhorn. Niederkleen. Weiterfahrt nach Stockstadt. Über Dietzenbach. Und dort hatten wir Anschluss zurück nach Nordhorn. Wo war ich gestern? Montag. War ich in Dietzenbach? Ja, war Dietzenbach. Nom NKL. Dietzenbach. Nordhorn. Ja, genau. Dietzenbach. Genau. Und heute starten wir um. 13.30 Uhr. Nom NKL. Und dann gucken wir mal. Ich schreibe mir das immer auf. Das wisst ihr. Weil ich könnte es auch gleich in die Spesenzettel. Hier ist es aber nass. Klebt. Oh, what the fuck? Was ist denn hier los? Ja, Müll. Müll. Mein Gott, Walter. Müll. Was ist denn hier los? Die wollte ich. Feuchttücher. Mein Buch klebt. Ja. Eindhovens Rache geht neben uns an. So. Buch wieder sauber. Dahin, dahin. Müll bringe ich gleich raus. Und geil ist los. Bin in der Firma. Stell mal Auflieger ab. Und dann suche ich mir den 1555 oder 1556 oder 1629. Einer von den drei Kühlern muss runter in der Werkstatt. Und in der Werkstatt steht ein Lehrer, der ist fertig, repariert, Inspektion, whatever. Den kann ich mir dann schnappen, mit denen nach Friedberg fahren, da für meinen Kollegen holen, der dürfte dann schon fertig sein. Und dann die Heimreise antreten. Ist heute auf dem Mittwoch übersichtlich. Ist auch nicht so viel los hier in der Firma, weil normalerweise zwischen 16 und 18 Uhr normalerweise stapeln wir uns hier. Aber nee. 16:25, nee, 16:29. 59. 15, 69. Ah, jetzt die voll sind, leer sind. 15:51, nein. 58, nein. 88, nee. 17, nein. 94, nee. Was stehen die in der extra Reihe? Naja, ich stelle erstmal ab hier, den Kumpel. Und dann suchen wir mal einen von diesen drei verlorenen Söhnen hier. Da oben steht auch kein Kühler. Wo soll denn die sein? Da steht ein Kühler, aber das sind normalerweise die viele Lidl. Das Schöne ist, wenn ich in der Werkstatt bin, kann ich auch gleich mal meinen Öl-Notreserve-Kanister auffüllen. Dass ich immer wieder einen habe, wenn ich Öl kontrolliere. In gewissen Abständen mache ich das ja. Dann wenn ich in Nordheim stehe und der ziemlich weit unten sein sollte, dann kann ich ihn wieder auffüllen und muss nicht extra in die Werkstatt fahren. Wenn ich schon einmal unten bin. Allerdings
jeden Fall zwei Klappen mit einer Fliege. Andersrum. So, gucken wir mal. Ich meine, Schleuses. Ah! 55, 56, 26. Das sind die Zahlen zum Glück. 17, 20, 16, 16, 16, 95, 14, 72, 16, 43, 16, 25. Nah dran ist es nicht. 16, 13, 14, 13, 14, 79, 16, 19. Das waren die Beladenen. Jetzt fahren wir in die Reihe, wo die Leeren stehen. Und werfen da mal einen Blick drauf. 16, 14, 16, 59, wieder nicht. 7007, 16,09, 16, 52, titim. 15, 42, 15, 73, 15, 51. Es steht keiner von den dreien hier. So, jetzt gucken wir da oben, da stehen auch noch irgendwie welche. Puh, ansonsten muss ich, entweder fahre ich solo oder die stehen unten am Tor. Ah, Moment, da stehen auch drei, vier, fünf, sechs, oh Gott, auch ganz viele. Ich glaube, da sehe ich schon 16, 26. Ich glaube, da haben wir doch 16, 26. Mit einem Schild dran, gesperrt für Werkstatt. Da! Ja, nehmen wir den und fahren wir runter. So einfach, so machen wir es.